Ich beziehe mich jetzt für alle weiteren Zahlen, die ich von mir gebe, auf das Beispieljahr 2010 ist es, glaube ich. Jawohl. Da hat es im Rauben Berlin 9 Waldbrände gegeben auf insgesamt 1,1 Hektar. Also nur winzig kleine Brände und so weiter. Ist natürlich relativ gut zu überwachen, wenn man in Berlin ist, was vergleichsweise viel Geld hat. Dabei eine absolut gesehen natürlich kleine Waldfläche, weil Berlin ist halt nun mal nicht groß, so als Bundesland gesehen. Das kann man wunderbar überwachen, da brennt nicht viel. Das sind auch alles nahezu ausnahmslos Erholungswälder, wo ständig irgendwelche Touristen drin rumrennen. Da kann nicht allzu viel passieren. Aber das war jetzt nun mal quasi vorweg die Stadtstaaten, wenn man so möchte. Bei denen ist das alles kein Thema. Ansonsten ist das Bundesland mit dem Abstand, mit riesigem Abstand höchsten Waldbrandgefahrenpotenzial und auch mit gewaltigem Abstand meisten und stärksten Waldbränden Brandenburg. Denn in Brandenburg hat es im Jahr 2010 auf 298,3 Hektar gebrannt. Zum Vergleich, das zweitkrasseste Land ist Niedersachsen, da waren es bloß 70 Hektar, knapp. Also 370. Da ist schon ein gewisser Sprung dazwischen. Und nach Niedersachsen kommt dann sofort Sachsen-Anhalt, zumindest im Jahr 2010. Wenn man sich die langjährige Statistik anguckt, die muss ich jetzt hier nochmal kurz zu Rate ziehen, sieht das dann ganz erheblich anders da aus. Da ist zwar auch noch Brandenburg auf Platz 1, Niedersachsen auf Platz 2, aber der dritte Platz, da gibt es dann quasi schon fast keinen wirklich deutlichen dritten Platz mehr, auch wenn das im Jahr 2010 so gewesen ist. So grob auf Platz 3 sind dann verschiedene andere östliche Bundesländer, darf ich das sagen, und noch politisch bösartig zu sein. Neue Bundesländer, ich glaube, neue Bundesländer darf man so offiziell nennen, weil die ragen natürlich noch an Brandenburg ran und haben dann völlig mal unabhängig von den Regierungsgrenzen, die wir als Mensch ja willkürlich gezogen haben, ist dann natürlich ein ähnlicher Naturraum in Bundesländern, die an Brandenburg ranragen. Sieht man auch an Niedersachsen, das ragt da ja natürlich auch ran. Es sind nämlich eher so die östlichen Bereiche von Niedersachsen, die besonders brandgefährdet sind. Und in Niedersachsen, muss man dazu sagen, gab es auch Deutschlands bisher größten Waldbrand, nämlich die Lüneburger Heide. Die hat ja einmal komplett in Flammen gestanden. Ich meine, es wäre 1975 gewesen, es könnte auch 85 sein, aber das könnt ihr ganz einfach ergoogeln. So, was haben wir denn dann noch für lustige Länder, die da in Frage kommen? Ja, also wenn wir jetzt wieder zurück ins Jahr 2010 gehen, haben wir dann auf dem dritten Platz Bayern. Weil Bayern hat um Nürnberg rum ähnlich blöde Bedingungen wie Brandenburg, fast auf der gesamten Landesfläche, also auch nicht überall. Und das sind eigentlich im Prinzip wirklich zentral diese Region um Nürnberg mit den Kiefernforsten, die in Bayern brennen. Ganz selten gibt es sogar mal an den Alpen den ein oder anderen kleinen Waldbrand, weil da eben durch die durchschnittlich sehr niedrige Temperatur auch jede Menge Humus akkumuliert wird. Wenn es kalt ist, ist Humus abbauen auch schon wieder schwierig. Und da gibt es dann halt riesige Pakete an möglichen brennbaren Material und die zusätzliche Funkenerzeugungsquelle Steinschlag, ne? Klang, Funken, Brennen. Deshalb theoretisch auch an den Alpen hin und wieder mal ein Feuerchen. Das nur mal kurz, um nochmal bei Bayern zu bleiben. Alle anderen Bundesländer haben ganz wenig bis kaum Waldbrände. Gehen wir es einfach spaßeshalber mal durch. Baden-Württemberg 6,7 Hektar, Bayern 34,2 Hektar, Berlin 1,1 Hektar, habe ich ja schon gesagt, Brandenburg fast 300, Bremen 0, Hamburg 0, Hessen. Hessen ist das einzige große von den großen Bundesländern her das mit dem geringsten Waldbrandrisiko, weil die einfach so gut wie nur Laubwald haben, 1,1 Hektar Waldbrand. Dann Mecklenburg-Vorpommern mit 6,5 Hektar, also auch wirklich nicht viel. Nordrhein-Westfalen 7,8 Hektar, die haben da auch so ein paar Kiefernforste. Rheinland-Pfalz 14,9 Hektar. Ist vergleichsweise eigentlich ganz hoch, wenn man bedenkt, dass die Pfalz auch überwiegend aus Laubwald besteht.
werden da wohl auch so einzelne Nadelbaumbestände sein. Das Saarland hat immerhin noch 3 Hektar, Sachsen 16,7, Sachsen-Anhalt 61,2. Aber das ist, wie gesagt, jetzt nur auf 2010 bezogen. In vielen anderen Jahren war es in Sachsen-Anhalt gar nicht so dramatisch. Und Schleswig-Holstein immerhin noch 0,4 und 0,9. Oh, das ist ja sogar noch besser als Hessen, stelle ich fest. Hat Thüringen zumindest im Jahr 2010 gehabt. Aber ich glaube, Hessen ist auch über den langjährigen Trend eins der waldbrandärmsten, ja, mit Abstand das waldbrandärmste Bundesland. Also wer in Hessen wohnt, herzlichen Glückwunsch, ihr dürft zünsen. Nein, dürft ihr nicht, aber am ehesten noch. Jo, so ist die Situation. Und ich kann euch aus meiner schönen Tabelle, die ich hier habe, auch noch ein bisschen was, wirklich nur ein bisschen was, zu den Ursachen von Waldbränden sagen. Denn in den allermeisten Fällen wissen wir es nicht, beziehungsweise sind uns nicht sicher und können nur so ganz grob ungefähr spekulieren in die Kategorien Vorsatz, Fahrlässigkeit, sonstige handlungsbedingte Entwicklung. Entschuldigung. Natürliche Ursachen und eben unbekannte Ursachen. Um es mal kurz zu machen, Vorsatz, Brandstiftung ist nachweislich, wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist, relativ gering mit 28,8 Hektar. Man muss dazu sagen, Gesamtwaldbrandfläche in Deutschland im Jahr 2010 waren 521,9 Hektar. Und davon halt gerade mal knapp 30 Hektar ist nachweislich Brandstiftung gewesen. Fahrlässigkeit, das wäre dann jemand, der offiziell ein Feuer machen darf, das aber fahrlässig macht, das Feuer auch quasi bekannt ist, dass das Feuer gemacht wird. Oder halt eben es der Förster selber macht, der halt eben beispielsweise das eben darf. Oder ein Jäger in manchen Bundesländern, Jagdpächter dann in dem Fall, so jemand eben. Und da geht schief, das sind immerhin tatsächlich ungefähr 59 Hektar, was da an Waldbrand entsteht. Das persönlich finde ich peinlich, weil Leute, die das machen dürfen, sollten auch wissen, was sie tun. Und da sollte doch eigentlich nichts schief gehen dürfen. Dann gibt es den großen, sehr großen Posten der sonstigen handlungsbedingten Einwirkungen. Das sind 306,8 Hektar, also den absoluten Großteil der ganzen Brände. Das kann quasi sein, Zigarette aus dem Auto geworfen, ein Stein weggekickt, der auf einen anderen Stein fliegt und Funken brennen. All sowas, also wenn es irgendwie durch Handlung des Menschen quasi verursacht ist und wenn es auch noch nicht mal als Fahrlässigkeit quasi durchgeht, weil es ein absoluter Zufall gewesen ist sozusagen, dann ist das halt hier sowas. In die Kategorie kommt unter Umständen auch rein, wenn es fahrlässig gewesen ist, aber nicht ausreicht, um im rechtlichen Sinne Fahrlässigkeit gewesen zu sein, dann landet es auch bei sonstige handlungsbedingte Einwirkungen. Und Brandstiftungen, die nicht nachgewiesen sind, sind auch sowas. Sofern man nicht genau sagen kann, es ist Brandstiftung gewesen, dann ist es sonstiges handlungsbedingtes bla 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 bla. Also da ist ganz viel so ein Zeug auch noch drin. Dann gibt es den ganz kleinen Posten der natürlichen Ursachen, das sind 7,3 Hektar, also wirklich ganz, 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 ganz wenig. Natürliche Waldbrände in Deutschland, mini. Und dann nochmal den relativ großen Posten der völlig unbekannten Ursachen, also die konnte man auch nicht in die Kategorie Vorsatz, Fahrlässigkeit oder sonstiges einordnen. Da hat man wirklich überhaupt keine Ahnung, was das jetzt gewesen sein könnte. Das sind nochmal 121,4 Hektar. Jawohl, ja. Vielleicht sei noch kurz gesagt, die Fälle von Waldbränden, also wo es mal im Wald gebrannt hat und es registriert wurde, und es wurde eigentlich fast immer registriert, weil es ist immerhin hinterher eine kleine verbrannte Fläche da, und wenn es wirklich nur eine sehr, sehr, sehr kleine ist, irgendjemand nimmt das zur Kenntnis und schreibt es auf, sind 780 Fälle im Jahr 2010. Das ist in Jahren mit erhöhter Trockenheit noch ein bisschen mehr. Jetzt muss man allerdings sagen, das Jahr 2010 war relativ trocken. Also das ist schon ein eher trockenes Jahr gewesen. Es war kein 2015 oder kein 2003. Das waren so jetzt die letzten extremeren Trockenjahre. Aber 2010 war auch relativ warm und trocken.
ein paar Beispiele, wie sowas dann entstehen kann, mal von der Brandstiftung völlig abgesehen. Und kein Mensch weiß, inwiefern ein Bushcrafter, der nicht aufgepasst hat, schon Brände erzeugt hat, beziehungsweise in der Vergangenheit, wie regelmäßig sowas passiert ist. Ich könnte es mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass das mindestens ein paar Mal vorgekommen ist. Aber dazu gibt es keine Statistik, zumal der Begriff Bushcrafter ja auch erst seit ein paar Jahren überhaupt einigen wenigen Leuten was sagt. Also, mögliche Ursachen sind einmal, man hat absichtlich Feuer angelegt, um zum Beispiel in Naturschutzgebieten wie der Lüneburger Heide Brandrodung zu betreiben, um eben dort natürlich, mehr oder weniger, die Heide zurückzusetzen auf ein Level, wo wieder Nährstoffe da sind und sich neue junge Pflanzen entwickeln können. Inwiefern das notwendig ist, kann an anderer Stelle diskutiert werden, aber sowas kann außer Kontrolle geraten und dann haben wir den Waldbrand. Gleiches gilt beim Verbrennen von Schlagabraum oder irgendwelchen anderen Abfällen, wenn man so möchte, die im Wald anfallen. Zum Beispiel hat der bayerische Umweltminister, ich glaube letztes Jahr war es tatsächlich geschafft, wirklich der bayerische Umweltminister, ja, ausgerechnet in seinem Waldgrundstück irgendwelche Gartenabfälle in Anführungszeichen, also Acker plus Waldgrundstück, irgendwelche Gartenabfälle in den Wald auf den Haufen zu schmeißen, dieses anzuzünden, nicht korrekt zu beaufsichtigen und hat damit einen Waldbrand ausgelöst. Der bayerische Landwirtschaftsminister war es, glaube ich. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Also entweder der Umwelt- oder der Landwirtschaftsminister, in jedem Fall ist es extrem peinlich. Sowas ist auch eine mögliche Quelle, wo das Ganze eben außer Kontrolle gerät. Das fällt dann unter Fahrlässigkeit. Das ist auch bekannt, der musste auch ordentlich blechen. Damit würde ich sagen, ist es auch wieder gut, nachdem er ordentlich geblecht hat. Es gibt den Faktor wilde Lagerfeuer, aber kein Mensch weiß, wie viele das sind. Dann gibt es Unachtsamkeit bei weggeworfenen Zigaretten oder Streichhölzern. Tatsächlich ist die weggeworfene Zigarette ein, wir gehen davon aus, sehr wichtiger Faktor, der schon viele Waldbrände erzeugt hat. Weggeworfenes Streichholz, ungefähr genauso viel, kann ja dann doch mal passieren, dass die beim Wegfliegen immer noch brennen. Das hat allerdings im Laufe der Jahre erheblich abgenommen, weil kaum jemand noch Streichhölzer verwendet zum Zigarette anzünden. Das macht man ja heutzutage alles mit Feuerzeug. Früher war das mal ein wesentlicher Faktor. Zwei unterschätzte, aber durchaus eine Rolle spielende Faktoren sind eher kurioser Natur. Das wäre zum einen explodierende Munitionsreste aus, ja, theoretisch sogar noch aus dem Weltkrieg, soll auch schon vorgekommen sein in den letzten Jahren, dass dann nochmal irgendwelche Kleinreste irgendwo im Wald versteckt waren und dann durch, ja, Verrottungen irgendwann sich selbstständig gemacht haben und peng. Und dadurch sind schon Brände entstanden. Das gibt es sowohl in Westdeutschland, dann halt eben eher aus dem Weltkrieg oder die Zeit so danach. Gibt es relativ viel, viel häufiger im Osten, weil da brennt es ja auch besser, da haben wir ja Brandenburg. Noch aus DDR-Zeiten, wo auch noch jede Menge Munition mehr oder weniger gut versteckt, teilweise auch aus Munitionslagern im Walde dann noch irgendwo rumliegt und dann auch teilweise dann halt eben explodiert und wir haben ein Feuer. Das wird viel unterschätzt, ist aber echt ein Faktor und steht sogar auf Wikipedia. Hat mich jetzt überrascht, dass das da auch dabei stand. Was ebenfalls auch auf Wikipedia steht, aber auch sonst in Fachkreisen durchaus bekannt ist, kann man auch immer mal wieder in den Nachrichten hören bzw. sehen, wenn man die dann gerade speziell in einem sehr trockenen Sommer guckt. Autos, die auf Gras oder sonstigen Vegetationsflächen abgestellt werden, nachdem man mit denen viel gefahren ist, das heißt, der Katalysator ist heiß, dann kann es passieren, dass durch diese Wärmeabstrahlung vom Katalysator das schon ausreicht, um entsprechend die Vegetation anzuzünden und wir haben schon wieder einen Waldbrand. Passiert insbesondere dann häufig, wenn irgendwelche Leute, die keinen Wald direkt vor der Haustür haben, dafür kann ja niemand was, dann mit dem Auto zum nächsten Waldparkplatz fahren, sich da irgendwo relativ weit in die Vegetation reinparken sozusagen und dann dadurch eben ein einzelnes Blatt, das reicht dann ja schon, wenn es wirklich so richtig, richtig ausgetrocknet ist, ein einzelnes Blatt Feuer fangen kann, das breitet sich in einem ganz dummen Zufall aus bis rein in den Wald und irgendwann brennt alles. Das ist immer so was, das glaubt man gar nicht, dass das passieren kann, weil es ja statistisch gesehen schon unglaublich unwahrscheinlich ist, aber
über die Jahre, doch, sowas kommt dann immer mal wieder vor. Genau, so sind so die bekannten Ursachen gewesen. Was immer alle Welt denkt, was aber in Wirklichkeit kaum passiert, ist die weggeworfene Glasscherbe, die dann als Brennglas fungiert und dann den Wald anzündet. Fälle, wo man das nachweisen konnte, sind kaum bekannt. Und der eine oder andere Bushcraft-Kollege wird das wahrscheinlich auch schon mal mit einer Glasscherbe probiert haben, irgendwie Feuer zu machen. Ich habe noch keinen gesehen, der das so richtig, richtig, richtig gut hinbekommen hätte. Mit irgendwelchen polierten Cola-Dosen-Unterseiten und ähnlichem oder wirklich irgendwelche richtigen Brennspiegel, Metalloberflächen polierter Art, alles Mögliche, eine richtige Lupe, auch okay, das geht alles, aber eine einfache Glasscherbe oder auch den Boden einer Glasflasche, so wirklich eine Vergrößerungswirkung hat das ja nicht. Also wenn dann doch nur so ganz, 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 ganz minimal, dass damit wirklich mal was anfängt zu brennen, ist eher super, super, super unwahrscheinlich. Wüsste jetzt keinen nachgewiesenen Fall, wo es durch sowas gewesen ist, wo man es beweisen kann. Kann natürlich sein, dass irgendwo in der Dunkelziffer dann sowas auch noch vorgekommen ist. So, habe ich noch was zu sagen? Ja, es gibt theoretisch noch Gefährdungsgrade, die dann entsprechend ausgewiesen werden, wo man dann sagen kann, heute ist es so gefährlich, ein Feuer zu machen, dann ist es in der Region so gefährlich, ein Feuer zu machen. Das ist eher was für den Fachmann. Da gibt es dann so eine Reihe Faktoren, mit denen man ja feststellen kann, wie hoch ist denn das Brandrisiko jetzt in meinem Wald, so als Förster. Und mal ganz grob gesagt, Laubholz ohne Bodenvegetation, ungeeignet für Zündung, sprich Grad F, Brandgefahr nicht vorhanden, kann man wirklich ohne massive Brandbeschleuniger zu verwenden, nicht anzünden. Grad E wäre auch ein Laubwald, aber mit ein bisschen Bodenvegetation oder eben ein Nadelwald mit sehr guter Astreinigung, wo quasi kaum irgendwelches abgestorbenes Holz an den Bäumen unten dran hängt, weil das ist genau das Material, was wir als Bushcrafter ja auch einsammeln, wenn wir uns ein Feuer machen wollen und besonders trockenes Holz suchen. Dann suchen wir uns ja auch die abgestorbenen Äste an einem Nadelbaum, die unten dran hängen. Und die brennen auch, solange sie noch am Baum hängen, im Fall eines Waldbrandes relativ gut. Ein solcher Wald ist also vergleichsweise so im mittleren Bereich der Waldbrandgefahr einzuordnen. Fehlen allerdings diese Äste vollständig, ist es auch wieder sehr unwahrscheinlich, dass das mal anfängt zu brennen. Wir gehen dann von schwer entzündbar und wenn entzündet, dann sehr langsam sich ausbreitend aus. Das wäre also so die nächste Kategorie. Das kann auch ein Laubholzbestand mit ganz viel Adlerfarn unten drin sein. Wenn der ausgetrocknet ist, bildet er auch eine potenziell brennbare Masse. Breitet sich aber auch nur sehr langsam aus und brennt nicht besonders stark. Wichtig ist immer bei dem Untergestrüpp quasi im Walde, nenne ich es jetzt einfach mal, dass da brennen soll. Was hat das überhaupt für einen Brennwert? Zum Beispiel Heide als verholzende krautige Pflanze brennt relativ lange und relativ heiß, weil halt eben Holz. So ein Adlerfarn hingegen als wirklich so einfach nur trockenes Gestrüpp, der flammt einmal auf und dann ist er weg. Und er flammt jetzt auch nicht auf so wusch, sondern eher so. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, und das geht dann halt immer weiter in Richtung mit Gras, Heide, verwilderte Bestände von Kiefer, Douglasie, Fichte. Insbesondere in irgendwelchen Schlagwäldern, sprich, wo man großflächig mal ein Loch reinmacht, wo dann richtig die Sonne draufknallt auf dieses ganze Zeug, was am Boden rumsteht. Dann drum um überall diese Nadelhölzer. Die brennen ja ohnehin sowieso noch mal besser als Laubholz, eben mit dem Harz drin. Dann hat sich vielleicht sogar noch mitten in dem, wo es brennt, noch eine Ladung Kienspan gebildet. Auch das wäre theoretisch vorstellbar. Und dann haben wir da zumindest einen hervorragend brennenden Stock, also Stumpf, ne? Mittendrin in unserem Feuer stehen. Das kann auch noch mal durchaus dazu führen, dass sich halt aus so einem kleinen, es brennt ein bisschen Feuer zu einem, boah, jetzt brennt es ordentlich, Feuer entwickelt und das breitet sich ja dann immer weiter aus. Und irgendwann, die ganz, 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 ganz großen Feuer versorgen sich ja selber mit Sauerstoff, dadurch, dass sie einfach derartig heiß sind, dass sie den Sauerstoff richtig zu sich hinziehen und damit sogar richtige Stürme verursachen können. Sowas sieht man aber dann wieder eher in Amerika und Australien. In Deutschland ist das
ist alles nicht so dramatisch gewesen. Wenn überhaupt, dann bei diesem Großbrand in der Lüneburger Heide, dass da mal sowas vorgekommen ist. Ja, und dann gibt es noch die Waldbrandgefahrenklassen. Jetzt fällt mir gerade nicht ein, was da Waldbrandgefährdungsstufen. Ich gucke nochmal das genaue Wort hin nach und gucke, schreibe es euch hier hin. Mir fällt die Vokabel gerade nicht genau ein. Das sind jedenfalls diese Klassen von 1 bis 5. In Wäldern, die potenziell ohnehin mal eine gewisse Gefährdung haben, findet man oft im Waldeingang, am Wanderparkplatz und ähnlichem so Schildchen, wo auch extra angegeben ist, welche Waldbrandgefahrenstufe, das ist das Wort, wir gerade haben. Die gehen von 1 bis 5. 1 heißt Wald gerade nicht brennbar. Also man müsste schon Brandbeschleuniger noch und nöcher nehmen, um den Wald anzuzünden. 2 heißt, Wald kann brennen. Da ist schon ein Punkt, wo zum Beispiel der ein oder andere Förster sagen würde, ab Stufe 2 machst du mir schon kein Lagerfeuer mehr im Wald. Auch wenn das bei Phase 1 zum Beispiel erlauben würde. Bei 3 haben wir schon durchaus eine realistische Chance, den Wald anzünden zu können, wenn wir uns ein bisschen blöd anstellen. Da ist dann auch meistens für Leute, die normalerweise ein Feuer im Wald machen dürfen, zum Beispiel den Förster oder den Jäger, je nach Bundesland, ist dann auch schon tabu. Bei 4 ist erheblich tabu, da sollte dann wirklich überhaupt keinerlei Flamme von niemandem mehr irgendwie im Wald benutzt werden. Und es gibt auch schon erste Maßnahmen wie: Passen Sie auf, wo Sie mit Ihrem Auto parken, und werfen Sie bloß keine Streichhölzer in den Wald und so weiter und so fort. Es kann ab 4 auch schon der Wald kleinräumig gesperrt werden, dass da also dann niemand rein darf. Und ab 5 kann man damit rechnen, dass jedes Bundesland, das es vorsieht, Waldflächen aus Waldbrandschutzgründen sperren zu dürfen, beispielsweise Brandenburg, das dann auch massiv tun wird und quasi überall die Wälder gesperrt werden, weil da ist es wirklich hochgefährlich und enorm entzündlich. Da könnte ein einzelner Funken, dann schon ausreichen. Jetzt will ich es auch nicht überdramatisieren. Das heißt jetzt nicht, dass sobald man mit dem Fire-Stil einmal diesen hier am Boden macht, sofort der ganze Wald in Flammen steht. So dramatisch ist es jetzt auch wieder nicht. Da ist natürlich noch ein riesen Sicherheitsfaktor dabei. Aber ab 5 ist es wirklich nicht mehr lustig. Und ich würde auch an den gesunden Menschenverstand des hier Zuschauenden appellieren, wenn ihr mitbekommt, dass es 3 gibt, dann solltet ihr auch, wenn ihr sonst der Typus, ja, ich mache trotzdem mein Feuer, mir doch scheißegal, wie die Rechtslage ist, seid, solltet ihr spätestens ab Waldbrandgefahrenstufe 3 das dann wirklich komplett unterlassen. Da kann man es einfach nicht mehr, meiner Meinung nach, echt nicht mehr verantworten, als naturliebhabender Mensch, dass man es dann noch riskiert, wirklich ein richtiges Feuer, ein Lagerfeuer anzuzünden. Gilt auch für den Hobokocher. Bei Waldbrandgefahrenstufe 2 kann man den vielleicht noch verwenden, aber spätestens ab 3 sollte man wirklich mit offenem Feuer im Wald sein lassen. Darf man ja ohnehin nicht, ich möchte es nochmal betonen, also rechtlich gesehen kommt das eh nicht in Frage, aber ja, ab dem Punkt, wo Leute dies dürfen, es auch schon sein lassen, dann sollte man es jetzt derjenige, der es nicht darf, erst recht sein lassen. Jetzt könnte ich theoretisch noch ein bisschen was über waldbauliche Schutzmaßnahmen gegen Waldbrand erzählen, aber das ist dann schon so spezifisch, das interessiert dann, glaube ich, niemanden mehr. Auch wie das mit der ganzen Frühwarngeschichte und so weiter und so fort funktioniert. Das Monitoring von den Waldflächen, wenn eine hohe Waldbrandgefahr herrscht, dann hocken ab diesem Punkt quasi erstens mal Sensoren und zweitens Leute auf irgendwelchen Brandmeldetürmen, wo man schön die Landschaft übergucken kann. Gerade die gefährdeten Bundesländer, also Brandenburg und Niedersachsen vor allen Dingen, haben mittlerweile auch richtige Sensoren, die die Landschaft quasi scannen, und sobald da irgendwo eine nennenswerte Menge an Rauch auftritt, machen die Tritt und dann fährt da auch sofort die Feuerwehr hin. Wir sind also schon sehr gut ausgestattet, was Waldbrandgefahrenverhütung angeht, und ja, so viel mehr kann ich da jetzt nicht zu sagen, ohne mich da wahnsinnig in die Materie einzulesen. Das macht halt auch nicht der Förster oder der Forstwissenschaftler. Dafür gibt es wirklich spezielle Experten, die eher so aus der Richtung Feuerwehr kommen und weniger aus der Richtung Waldbewirtschaftung. Jo, ich glaube, da habe ich jetzt genug gesagt. Und das war jetzt ein gemütliches Rumhocken in der frühen Abendstunde im Walde mit, ich hoffe, einigermaßen munterem Geplauder zum Thema Waldbrand. Wisst ihr Bescheid, seid ihr in einem Kiefern-, Nadelwald-,
vorzugsweise in Brandenburg und es ist Sommer und es ist heiß und alles ist trocken, dann seid in Gottes Namen vorsichtig mit allem, was brennen könnte. Ja, das ist so, ich glaube, ein würdiges Fazit. Macht's gut, wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.